Im Moment bin ich noch perfekt. Im Moment. Ich glaube, das wird sich ändern, sobald die Zirkel anfangen. Oh, die Zirkel. Ich weiß gar nicht, ob im echten Leben meine Zirkel auch so krumm sind. Ich glaube nicht. Ich wurde nie wirklich wegen Zirkeln angeschrien. Obwohl, na, in der Reithalle, wo ich normalerweise reite, stehen ein paar mehr Sprünge rum. Das heißt, man muss um die Sprünge rum. Also ich glaube, die Zirkel sind weniger als perfekt bei mir. Es ist so schwer, da hinten zu sehen, ob ich drauf bin oder nicht. Bin ich nicht wirklich daneben. Jetzt. Okay. Eine kleine Ecke da hinten, aber sonst gar nicht mal so schlecht. Ein Schwarm Vögel auf mein Fenster zu, oder da flog gerade ein Schwarm Vögel auf mein Fenster zu und sind gerade davor abgebremst. Also, ich dachte schon, jetzt kommen gleich 10 Vögel an mein Fenster. Klatsch, klatsch, klatsch. Das hätte man bestimmt gehört. Die würden dann mein Video stören. Ach so, bitte. Ein bisschen mehr Respekt, wenn ich vor. Also den Schritt werde ich beschleunigen. Danke. Bin ich noch auf der Linie? So ungefähr. Sehr schön. Na gut, dieser kleine Galoppsprung hat mich zu viel abgezogen. Oh, ein kleiner Galoppkupfer. Hey, Spiel, ich galoppiere nicht. Okay. Einmal kurz die Ecke abschneiden.
ein schönes Ei. Ja, normalerweise sind meine Wollchen etwas besser. Muss ich schon zugeben. Tada! Und bewältigt. Okay, jetzt muss ich mal zwei Pferde reinholen, die im Stall sind. Dem Stall. Na gut. Bereits ein Jahr alt. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt rechtzeitig groß wird, um diese Nebenaufgabe abzuschließen, die sagt, ein Fohlen pflegen, was zu groß ist. Nein. Ich bin mir nicht sicher. Vor allem, weil ich sie relativ spät gezüchtet habe. Amelia, das erste Fohlen, was ich verkauft habe, die wird auf jeden Fall rechtzeitig groß. Die wäre wahrscheinlich auch jetzt bereits schon groß, aber bei ihr bin ich hier nicht sicher. Sie ist ein Jahr alt, ja, aber ich glaube, ab dem zweiten Jahr werden die dann groß und sind fürs Training bereit. Müssen wir einfach mal sehen. Ist ja auch blöd, dass ich mich so mit der Karte vertan habe. Sonst hätte ich heute so viel mehr machen können. Tja, was will man machen? Ja, ich hätte einfach was Neues anfangen können, aber kein Bock. Keinen Bock drauf. Zurück nach Hause. Dieses Mal etwas langsamer. Jetzt renne ich schon in den Schilder rein. Diese abrupte Veränderung. Okay, diesmal schaffe ich es im ersten Mal rein. Ich werde jetzt schon abbremsen. Es ist schon sehr spät. Ich gehe schlafen. Markttag. Gut. Dann kann ich heute bestimmt etwas früher nach Hause kommen. Und dann wieder durch die Nacht shoppen, wie eine gute Frau. Obwohl ich einkaufen eigentlich nicht mag. Ich kann es nicht ausstehen. Es scheint irgendwie etwas früher hell zu werden. Mal sehen, ob ich die Sonne finden kann. Komm mal her, du. Müsst du eigentlich da sein? Kann ich? Kann ich? Nein, natürlich kann ich nicht. Naja. Nö. Nix. Gar nix.
dachte, es wäre heller als zuvor, aber ich scheine mich getäuscht zu haben. Dann kümmern wir uns nächstes Mal wieder um die Pferde. Bis dann!